Hallo Freunde, für eine weitere Map-Vorstellung. Heute ist die Antigonia dran. Wir schauen mal rein und let's go. Das ist ein bisschen nervig. Nicht so groß. Machen wir gerade mal die Zeit aus. Bin dreckig, sehe gerade wieder recht kaputt und kein Benzin mehr. Du kannst damit immer drauf gehen, wenn etwas dreckig ist, dass das Zeug nicht gut ist. Mensch, Leute! Mal eine Frage. Warum? Warum kann man das Zeug nicht sauber hinterlassen? Warum? Ich meine, dass du es testen musst, ja, das ist mir klar. Aber sowas geht denn gar nicht. Hier ist der Hof. Gehen wir mal gucken. Sonst eigentlich recht schön gemacht hier. Eigentlich. Also hier Dinge, dachte ich, meine ich. Schauen wir mal noch kurz um die Ecke. Wo haben wir die Einstellung? Ah, Missionen? Ah, geil. Ja, mal schauen, wie die Begrenzung ist. Aber sonst, die Idee ist lustig. Weite Wälder und kannst nicht weiter. Perfekt gelöst. Echt. Das ist echt gut gelöst. Hier ist der Hof. Jetzt gehen wir hier mal nach hier hinten. Das ist auch mal eine gute Idee. Hier. Das gibt es auch sehr selten, dass man sowas machen, dass sowas gibt. Auch sehr gute Idee, sowas. Ja. So, gehen wir mal kurz weiter schauen. Danke, eine kleine. Ihre Ding. Der Shop ist lustig. Das ist noch eine lustige Idee. Oder hier auch. Also, das ist lustig. Gut, ihr wisst ja, was ich von diesen Häusern halte, aber die Idee ist lustig hier. So, schauen wir mal noch weiter. Was haben wir hier? Kirchending. Aber ich finde, ja, sie ist echt lustig noch gemacht, genau, für das, was sie sein will. Also, ja, es ist so ein bisschen kompakt. Ich finde die Idee eigentlich echt lustig hier. Ja, die Silo. Zack, also hat so ein bisschen Niemandsland-Feeling. Ja, die werden jetzt auch die drei Folgen, die ich ja eher verschiedene, auch wieder hochladen. Auch nochmal am Rande. Ja. Aber sonst, ja, das ist noch super hier. Supermarkt, hier die Verkaufsstelle, eine gute Idee. Ja, ja, auf dem Rande nochmal sagen, ich bitte ja auch nochmal, nochmal da die Sosiek, Niemandsland-Projekt und das eine normale Landwirtschafts-LP, will ich auch nochmal diese paar Tage dann nochmal hochladen, gibt noch was. Also in 4 Tagen werde ich eins von anfangen. Fahren wir ein bisschen rum hier. Also zuerst das normale Landwirtschaftssimulator LP. Dann werde ich ja die Niemandsland-Projekt und dann am Schluss Zodiac LP nochmal hochladen.
das habe ich jetzt eigentlich geplant, aber erst von übermorgen an, nein, in 4 Tagen fange ich an. Und übermorgen kommt ja nochmal eine Map. Hätte dann nochmal eine Map hier. Ja, ich finde irgendwie, ich muss ehrlich sagen, Landwirtschaftssimulator ist eins von den geilsten Simulationen, also Landwirtschaftssimulationen, die es überhaupt gibt. Ja, ich glaube, das war's schon, ne? Aber habt ihr andere Meinung? Das ist ein bisschen schnell durch. Machen wir noch 2-3 Minuten, kommt. Ich finde irgendwie, die ist wirklich klein. Wenn ihr dann auch mehr wollt von TikTok wollt, schaut mir mal sehr gerne rein. Das ist ja wie gesagt in meinem Kanal verlinkt. Ja. Ja, ich glaube ja, komm, wir machen jetzt fertig für heute. Ja, machen wir fertig heute. Ich will es eigentlich nicht übertreiben. Das sind da kleine Maps, sind das immer schnell durchgefrühstückt. Ja, also. Das war schon eingeredet von dieser Map-Vorstellung. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr die Map findet. Ich finde sie schön. Nur mit den Fahrzeugen bin ich ein bisschen unzufrieden. Ja. Wenn du kein Abonnent bist, bitte abonniere mich. Wenn du kein Abonnent bist, bitte, wie gesagt, abonniere mich. Wenn du ein Abonnent bist, aktiviere die Glocke. Folge mir auf Twitter, Instagram und TikTok. Ist in meinem Titelbildschirm über den Abonnier-Button. Dort ist auch mein zweiter Kanal verlinkt, Simulator LP. Könnt ihr dort immer vorbeischauen. Ja, und sonst, schaut, was ich sonst gemacht habe. Und ciao, Leute!